An einem Tag wie diesem scheint dem Trader die Sonne ins Gesicht. Tatsächlich ist es so. Nicht nur hier buchstäblich, ich kann das mal eben zeigen auf dieser Seite. Ich bin hier über den Dächern von Tokio. Es ist gar nicht so schlecht, wie es im Moment aussieht. Obwohl der Nikkei heute nicht so besonders stark gestartet war, beziehungsweise gestartet ging ja noch, aber gegen Ende abgegeben hatte, ist der DAX zumindest mal nach der Eröffnung ein bisschen nach oben wieder gekommen. Und er wird gefeiert schon fast, weil wir wieder 1% mal wenigstens im Plus sind. Das sieht ja schon mal nicht ganz so schlecht aus. In Wirklichkeit ist das aber gar nichts, insbesondere bei der starken Bewegung, die wir hier aktuell haben, ist das eher ein harmloses Bild, was der Markt hier aktuell zeichnet. Aber möglicherweise ergeben sich ja daraus noch Chancen, dass da sich etwas bewegen wird und dass wir da noch ein bisschen mehr Schub auch auf den Märkten dann erfahren dürfen. Denn wir haben eine realistische Chance, dass der Markt jetzt in den Dreh reinkommt, dass wir tatsächlich eine Chance haben, dass der Markt sich nochmal umkehrt, dass wir jetzt mal ein bisschen wenigstens nach oben kommen. Dafür steigen die Chancen im Moment deutlich, auch wenn das sich noch nicht wirklich abzeichnet, das, was wir bisher gesehen haben im Markt, da noch relativ harmlos aussieht. Also wir dürfen das nicht überbewerten, nur weil der Markt jetzt mal da einmal nach oben gegangen ist für ein paar Punkte, dass das jetzt zwangsweise der Dreh ist. Wohlgemerkt, aber aufgepasst, denn das, was ich hier erwarte, ist, wenn ich ehrlich bin, noch nicht wirklich der große Run. Einige reden von einer V-Shaped Correction, also dass der Markt steil nach unten gegangen ist. Den Teil haben wir jetzt alle miterlebt und jetzt auch genauso steil wieder nach oben geht. Das ist denkbar, das ist nicht ausgeschlossen. Aber aus meiner Sicht statistisch gesehen relativ wenig wahrscheinlich. Und ich muss sagen, fundamental fehlt mir da auch der Glaube, auch wenn ich jetzt normalerweise nicht fundamental argumentiere. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt echte Einstiegskurse sind für diejenigen, die langfristig und ohne sich groß Mühe geben zu müssen, an der Börse investieren wollen. Da glaube ich, gibt es noch bessere Zeitpunkte, um das zu tun, mindestens mit mehr Bestätigung. Wer aber natürlich kürzerfristig mit dabei ist, der kann Gelegenheiten wie diese nutzen, um vielleicht reinzukommen in den Markt. Aber auch dann nicht einfach nur so, weil wir mal ein bisschen nach oben gekommen sind, sondern ganz wichtig zu prüfen, ob die entsprechende Bewegung den Schwung auch mitbringt. Denn wir dürfen nicht vergessen, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie etwas sehen, sondern dass die breite Masse etwas sehen kann. Und deshalb ist das durchaus interessant. Und bevor Sie jetzt mir die ganze Zeit in die Augen gucken müssen, machen wir lieber noch mal einmal den Sonnenuntergang hier über Tokio. Das ist sicherlich ein bisschen attraktiver, den anzugucken. Insgesamt also Chancen, zumindest mal auf der amerikanischen Markt, auf einen Dreh. Das lässt sich ungefähr erahnen anhand des Chartbilds, was wir da haben, dass die Abwärtsbewegung zumindest mal ein vorläufiges Ende haben kann. Dafür spricht zumindest mal einigermaßen viel. Soll noch kein Kaufaufruf sein, aber ein genauer Hingucken, ob die Bewegungen nach oben inzwischen dramatischer werden als die Bewegungen nach unten. Und all das, was der Markt wieder zurückfällt, möglicherweise dann doch eher so eine korrektive Gegenmaßnahme dann entsprechend sein sollte. Also Hoffnung ist gegeben. Mit diesem ja hoffentlich mal ganz guten Ausblick für den Rest der Woche und möglicherweise auch noch für die nächsten Tage danach wollen wir mal das Ganze beruhen lassen und hier den Sonnenuntergang noch ein bisschen genießen. Hoffen wir, dass es das Einzige ist, was heute runtergeht. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Grüße nach Deutschland, bis zum nächsten Mal.